sind wir hinter dem Check-in und hinter der Sicherheitskontrolle. Also ich zeige euch jetzt mal, wer alles so mitfliegt. Wir sind insgesamt 11 Personen. Also sagt mal alle schön Hallo. Hallo. Moin. Ein bisschen laut vielleicht, weil ich weiß nicht, ob die Kamera das so aufnimmt. Hallo. Hallo. Genau, also die hier alle fliegen mit und leider ist es ein bisschen zu früh noch. Ich dachte, dass der Flug um 10 geht, aber geht eigentlich um 10:30. Ich habe mich da irgendwie verlesen. Deswegen werden wir uns später nochmal alle zusammentreffen. Sehr schönes Wetter draußen, aber über den Wolken ist es natürlich immer schönes Wetter. Ist das jetzt London eigentlich? Scheint schon London zu sein, aber wir scheinen irgendwo in die Nähe zu fliegen, so wie der Flughafen von München ja auch nicht direkt in München ist. Wir sind jetzt sicher angekommen, nichts passiert. Wir haben gerade unsere Gepäckzeugs abgeholt und leider fährt der Bus irgendwie erst in 2 Stunden. Deswegen werden wir uns noch in irgendeiner Weise die Zeit totschlagen müssen. Aber da gibt es ja einiges zu tun, zum Beispiel Wechselgeld und solches Zeugs. Ja. Und die Zeit hier ist minus 1 Stunde, glaube ich, verglichen mit Deutschland. Also es ist quasi so wie eine Zeitreise. Naja, ein bisschen halt. So, nachdem wir jetzt beim Flughafen London Heathrow waren, sind wir jetzt bei der zentralen Busstation. Wir mussten mit dem Bus irgendwie zu dieser Haltestelle, weil das so ein Zwischenstopp ist. Und von hier aus nehmen wir dann nochmal einen Bus, der uns dann nach Torquay bringt. Ich habe keine Ahnung, wie viel man sehen kann, aber also es ist jetzt schon 19:30 hier, sprich in Deutschland wäre es 8:30. Ja, genau. Also wir sind gerade in Dawlish, genau. Wir haben gerade in der Haltestelle Dawlish gehalten. Vorhin waren wir bei Exeter. Wir müssen theoretisch noch eine halbe Stunde fahren, bis wir in Torquay ankommen. Ich bin echt müde. Also, ich habe weder zu Mittag noch zu Abend gegessen, weil mir ist jetzt super schlecht, weil ich vorhin Chips gegessen habe. Küste sehen. Ja, ich hoffe, wir kommen bald an. Da, wo ich wohne, muss man leider noch mal eins runterfahren, aber naja, gut, das ist nicht dazu. Ich bin jetzt endlich angekommen in Paignton. Das ist ein bisschen weiter drunter von Torquay. Anscheinend 4 Meilen oder so, aber ich kann das nicht umrechnen. Da könnt ihr das selbst irgendwie machen. Genau, also die Familie ist super nett und obwohl auf dem Zettel stand, dass ich mit jemandem das Zimmer teilen würde, gibt es ja eigentlich niemanden und ich habe sowieso so ein Einzelzimmer bekommen. Genau, und die haben noch eine voll süße Katze. Wie hieß die nochmal? Ich muss nochmal nachfragen. Naja, so viel dazu. Und das Zimmer hier, das ist halt super altmodisch eingerichtet. Ich zeige euch mal hier ein bisschen das Zimmer so rum. Genau, dann hier so ein bisschen. Ausgepackt habe ich übrigens noch nicht. Das mache ich jetzt gleich. Ich wollte nur das zumindest mal vorher erledigen. Der Wohnort hier befindet sich übrigens auf einem Hügel. Also statt 3 Stunden war dann 5 Stunden. Aber
Also als erstes vielleicht stelle ich euch die Katze vor. Hier könnt ihr sehen, das ist Macy, eine Katzendame. Sie hat super kuscheliges Fell und ist anscheinend auch an die vielen Praktikanten, die hier auch immer wieder vorbeikommen, gewöhnt. Und ja, Katzenhaare gehen anscheinend sehr schnell ab. Also gut, dass ich nicht allergisch dagegen bin. Ich gehe jetzt zu diesem komischen Treffen und ich weiß nicht, ob man mich hört, weil es ist ziemlich laut wegen dem Verkehr. Obwohl das, naja gut, das ist schon eine Hauptstraße, aber auf jeden Fall warte ich jetzt auf den Bus. Ich sehe ihn noch nicht, aber ich wäre beinahe sogar bei der falschen Bushaltestelle hingegangen, weil die haben ja hier Linksverkehr und da fahren die halt, also rechts fahren die nicht da lang, sondern da lang und ach, ihr wisst schon, was ich meine, ich hätte es verwechselt einfach, weil die andersrum fahren. Ich finde es voll cool, wie hoch die Busse sind, weil die haben ja dieses Stockwerk drüber und ich bin jetzt im oberen Bereich des Busses und zeige ich euch jetzt mal ein bisschen von der Fahrt. Ich muss aber nochmal nachlesen, wo ich dann aussteigen muss. Aber es sind anscheinend 21 Haltestellen und so. Und da hinten ist ein bisschen, ich weiß nicht, wie viel man sieht, jetzt wohl nicht so viel wegen dem Haus. Oh, der hat sogar Freidach. Krass, okay. Auf so eine will ich dann auch mal machen. So ein paar Infos gekriegt, so von wegen, worauf wir achten sollen und wo wir arbeiten werden und solches Zeugs halt. Ja, also hat jetzt eine Stunde gedauert irgendwie insgesamt und jetzt haben wir den Rest des Tages frei. Also ich bin gerade in den Straßen von Torquay unterwegs. Eigentlich war es geplant, dass ich meine Gruppe folge, aber irgendwie wollte ich halt Fotos machen. Und die sind dann alle abgehauen, weil ich nicht wusste, dass man für Ampeln drücken muss, damit die grün werden. Ja, deswegen gehe ich jetzt einfach selbst durch irgendwo und schaue mich mal um. Ich bin hier jetzt noch ein bisschen an der Küste. Ich zeige mal, wie es hier ein bisschen aussieht. Mal sehen. Also hier ist ein hübscher Brunnen. Hier ganz viele Häuser. Der schöne Hafen. Ah ja, und Seemöwen hört ihr wahrscheinlich alle. Ah ja, wir haben auch noch den Hinweis bekommen, dass, weil ich wollte nämlich gerade was essen, dass diese Seemöwen hier super frech sind und wenn du irgendwas Essbares in der Hand hast, schnappen sie dir das weg. Wie, wenn das funktioniert. So. Das sind aber echt viele Städte. Ich wusste gar nicht, dass so viele Städte an der Küste sind. Mal sehen, wo wäre dann Painten? Das kann ich jetzt irgendwie schwer sagen, muss ich zugeben. Die sehen irgendwie alle gleich aus. Aber es ist nicht auf der Seite, das weiß ich, weil dort, glaube ich, ist... Moment. Brixham. Ja, genau, Brixham hieß es. Also, ich denke, für mich war es das heute. Ich fahre jetzt zurück und... bin jetzt auf dem Rückweg. Ja, ist ja logisch. Genau. Ich filme noch ein bisschen die Gegend, dann könnt ihr euch das auch ansehen.
wohne ja auf einem Hügel. Deswegen muss ich halt jedes Mal hoch. Und ich habe jetzt irgendwie noch nicht so viel gegessen, weil ich habe halt Fisch und Chips gekauft. Und der Fisch ist irgendwie echt groß. Das wusste ich jetzt irgendwie nicht, weil ich habe es halt noch nie gegessen. Und deswegen, ja, bringe ich es lieber nach Hause, damit ich es dort essen kann. Ja, Hügel hochlaufen ist anstrengend. Das kann ich euch schon mal sagen. Das ist, es hält zumindest sehr fit. Kann man so sagen. Genau. Ich lasse es mit der Aufnahme, sonst komme ich gar nicht mehr dazu. Okay, dann bis später.